Hallo Leute und willkommen zurück zu Eternal Sonata. Ich bin jetzt in diesem komischen Spiegel, vor dem ich überhaupt keinen Schimmer habe, da ich bis jetzt nur die Xbox-Version gespielt habe und da dieser Teil nicht dabei war. Und ich werde, weil ich nur Polka bin, diese Monster garantiert für das erste vermeiden. Denn ich habe null Bock auf rein Polka-Kämpfe. Da kann ich gleich aufgeben. Diese Polka ist auf Level 21. Das kann man vergessen. Nein, du gehst sicher nicht auf mich los. Denn ich weigere mich. Nein, ich will die Kiste haben. Ich weigere mich hier gegen einen Gegner zu kämpfen. Fürs erste Mal. Solange ich nicht weitere Charaktere habe, mindestens zwei, werde ich nicht gegen Gegner kämpfen. Weil ich keine Chancen auf eine. Ja klar, versperr mir den Weg, du blödes Viech. Ne, ich hab. Selbst wenn ich es überrasche, ich hätte keine Chance. Ich bin nur Polka. Wie soll ich das schaffen? Ja, das Viech ist auch alleine. Okay, das sind. Was? Das sind zwei Viecher? Was? Warum ist der endlich im Schatten? Jaka! Ich glaube, dazu brauche ich nichts sagen, Leute. Nein, zu früh! Ich habe keine Ahnung, wie die Feinde ticken. Ich habe gegen die Feinde noch nie gekämpft. Einfach voll drauf einprügeln und dann heilen. Eine andere Option habe ich im Moment nicht. Ja! Ja, das ist das Game Over, Leute. Ich hab's gewusst. Ich hab's euch gesagt, Leute, sobald ich in den Kampf komme, bin ich tot. Denn Polka ist einfach nur scheiße. Deswegen habe ich sie auch nie im Team. Sorry, falls ich habe nichts gegen Polka persönlich. Aber im Kampf ist Polka einfach scheiße. Zum Kämpfen ist sie scheiße. Sie kann vielleicht gut heilen. Die Erdheilung ist ziemlich gut. Muss ich sagen. Aber, nein. Ich weiß nicht, ich kenne diese Stelle nicht. Kriege ich da irgendwie, habe ich irgendwann vergessen oder so, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da diese ganzen Gegner jetzt nur mit Polka besiegen sollte. Ich habe auch keinen Bock drauf. Denn Polka ist schwach, wie ihr gesehen habt. Ja, ich glaube, ich gebe lieber nochmal schnell ins Menü. Hier noch ein bisschen umändern. So, hier alles zurücklegen. Und ja, mega mäßig. So, ich glaube, für Heilung sollte jetzt gesorgt sein. Falls es nicht reicht. So, für Heilung sollte gesorgt sein. Dann schnell hier noch Sternschnuppe reingeben. Der macht Dunkelheit. Will ich ein Dunkelheit? Die Frage ist, will ich ein Dunkelheit? Ja, ich will ein Dunkelheit. Denn in Dunkelheit kann ich den Shadow, die Unterwelle. Die ist viel besser, die Unterwelle. Das ist ziemlich der beste Angriff, den sie je haben wird, glaube ich. So, hier haben wir nochmal, glaube ich, Blitzchen. Ja, kann ich mich gerade noch erinnern an diese paar Minuten zuvor. Aber glaub nicht, dass das der einzige Fail hier sein wird, den ich bis jetzt gehabt habe. Der werden sicher noch welche kommen, wenn es so weitergeht, dass ich mit Polka allein spielen muss. Denn ihr seht, ich kann mit Polka nicht umgehen, denke ich. Ich habe es versucht und bin daran wirklich gescheitert. So. Ich weiß nicht, wo bei diesen Vieren hinten und vorne ist. Aber sie stehen schön zusammen. Das gefällt mir.
Okay. Sehr gut, einer ist tot. Und der andere macht irgendwas. Au! Wie soll man das timen, bitte? Ehrlich, Leute. Gut, ein Stern platzieren, das ich gleich benutzen werde. Ich meine, wie soll ich das timen? Ich habe null Plan, wie ich das timen soll. So, gut, schön heilen. Hier irgendwas? Nö. Ich werde versuchen, so wenig Gegner wie möglich zu haben. Ich werde die Gegner versuchen, so möglichst zu vermeiden, denn ich habe keinen Bock auf die Gegner. Ja, ich habe nur kurz... Nein, ich habe eigentlich gar nichts. Ich kenne das gar nicht. Elegante Kleider, die ziehe ich jeder mal an. Denn das hört sich so an, als könnte Polka die tragen. Die bekommt Polka dabei. Sind zwar nur 5 und 5 stärker, aber egal. Was soll's? Kann ich hier drüber laufen? Ja, da kann ich drüber laufen. Da steht schon wieder so einer so blöd im Weg. Ich hasse dich. Lass mich durch. Die stehen schon wieder zusammen. Das ist schön. Das gefällt mir. Ich stelle mich jetzt hier, ja? Drüber voll auf die ein und da gibt's eine Unterwelle. Los, Bam. Ja doch. Nein. Ich kann... Nein, ich schaff's nicht. Ich schaff's, die Angriffe nicht zu timen. Die sind hardcore. Die Feinde, aber sie geben, was? Aber sie geben mir einen Sternblitzchen, mit dem ich mich immer gleich heilen kann. Sehr schön. Nein, ich glaube, die gehe ich besser. Oh, da kann ich wieder abbauen. Danke. Ich habe eh keinen Bock mehr auf den Spiegel. Kann ich mich jetzt verziehen? Meine Güte, was für ein großer Spiegel. Sieht aus, als könnte ich direkt in ihn hineinsteigen. Na, tu's! Tu es! Geh in ihn hinein! Dring in ihn ein! Ah, das hört sich falsch an. Okay. Okay. Hallo? Irgendwer da? Na, Katzin, deswegen bin ich ruhig. Kein Katzin. Der Gedanke, dass er sich selbst auf einen Angriff auf mein Land vorbereitet. Selbst jetzt. Ich habe ein Wort vergessen. Prinz Crescendo. Sag mir, dass er mitkommt. Polka. Sieh dir das an. Danke, danke, dass er sich selbst jetzt auf einen Angriff auf mein Land vorbereitet. Die Stärke von Forte hat erstaunlich schnell zugenommen. Die gewonnene Kraft stellt ihn auf eine Ebene mit Barock. Wenn es zu einem Krieg zwischen uns kommen könnte, das wird ein Kampf, der die Existenz beider Nationen bedrohen wird. Interessant. Na, wenigstens haben wir jetzt einen Mitstreiter. Hoffe ich zumindest, dass der mir hilft. Prinz Crescendo, was ist das? Punkt, Punkt, Punkt. Ich bin mir nicht sicher, aber... Und wo sind wir? Scheinbar sind wir irgendwie in den Spiegel gezogen worden. Was? Erinnerst du dich an das Licht, das aus dem Spiegel gekommen ist? Es gibt eine Legende zu dem königlichen Spiegel. Er soll die, die vor ihm stehen, verbergen können. Verbergen? Ja. Bis jetzt dachte ich jedoch, es handelt sich dabei nur um ein Ammenmärchen. In Anbetracht der Geschehnisse scheint die Legende jedoch wahr zu sein. Ich frage mich, ob wir hier wieder rauskommen werden. Die Legende besagt auch, dass die Personen, die hinter das Glas des Spiegels gezogen werden, für immer eingeschlossen sind. Ja, super Spiegel! Oh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht beunruhigen. Das war nur Teil der Legende. Serenade und die anderen müssen hier irgendwo sein. Egal, lass uns weitergehen. Es muss eine Art Ausgang geben. Ja. Das hoffe ich. Und ich hoffe, dass du mit mir kämpfst. Oh Gott sei Dank! Er kämpft mit mir an das Level 23. Wie cool, er hat eine Quelle. Habe ich eine Ausrüstung? Er kann galaktischer. Boom, 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 boom. Ja, schön. Galaktischer Nebel, ey. Ich mag so. Ich mag was. Alles mit galaktischem Namen, so ziemlich. Ja, das kommt drauf. Das kommt davon. Das ist ein riesiger Star Driver-Fan.
Einfach super Anime. Super Anime. Los, hier weiter. Mal schauen, wie Prinz Crescendo kämpft. Sieh nur. Der Hund! Oder wie auch immer er heißt. Keine Ahnung. Speicherpunkt! Moment, kurzer Schnitt. Ja, und weiter geht's schon. Ja, ich werde das Speichern versuchen, so oft weitmöglichst rauszuschneiden. Da es einfach sinnlose Zeitverschwendung ist. Oh, sie ist nicht da. Ich hätte schwören können, dass sie es war. Ja, der Hund. Naja, ich will darüber. Jump, Polka! Will ich darüber? Ja, da will ich rüber. Da gibt's eine Truhe. Truhen. Mega Truhe. Truhe auf Doom. Oder was auch immer. Englisch-Trompete habe ich genug. Brauchst du mal keine Game. Und ich werde jetzt versuchen. Ich gehe jetzt in den Kampf. Weil ich Prinz Crescendo ausprobieren will. Ja, wir sind Prinz Crescendo. Ja, Mega Mystik. Ja, drauf einschlagen. Und galaktische Nebel. Boah, geile. Und Unterwelle. Komm schon, trifft den anderen auch. Ne, schade. Aber Prinz Crescendo. Ja, geil. Ich mag den Typen. Hoffentlich bleibt er bei meinem Team. Ich weiß nicht, inwiefern komplett das anders ist. Der hier bleibt jetzt schon oder ob der nach dem Spiegel wieder verschwinden, wieder aus meinem Team geht. Ich mag den Typen. Den werde ich jedenfalls, jedes Mal, wenn ich die Möglichkeit dazu habe, werde ich ihn im Team haben. Der ist cool. Ja komm, ja los, voll einprügeln. Und Schattentechnik. Wow! Oh ja, er hat alle beide fertig gemacht, ey. Er ist episch. Mir gefällt der Typ. Der Typ ist geil. Der gehört eindeutig schon fix zu meinem Team. Ich mag den Typen. Er kennt meiner Teammitglieder sonst auch schon. Viola, ich will nicht, dass mich die von hinten angreifen. Noch schnell darüber hüpfen. Hier gibt es glaube ich nur eine Truhe. Ich weiß es nicht, aber es schaut so aus. Es sieht so aus. Ich hab Dialekt. Tautropfenschirm. Mal schauen, was der kann. Weil der Dunkelhabe ist im Moment eigentlich ziemlich nützlich. Der ist schwächer. Nö, will ich nicht haben. Will ich nicht. Ich bleib bei meinem Schirm. Denn der Dunkelhabe ist ziemlich nützlich wegen der Unterwelle. Von Polka. Weil das ist so ziemlich eine ihrer stärksten Attacken. Und wie gesagt, ich will hier nicht mit. Denn im Moment zahlt es nicht wirklich aus. Ich weiß nämlich nicht, ob... Hallo, was soll diese bescheuerte Ansicht? Bin ich dran? Ja, ich bin dran. Los, galaktischer Nebel! Boom! Ich bin wieder für alles fast zu blöd zum Blocken. So, ja. Was? Der kann von der Seite her blocken! Verdammt! Der da oben dran wird versucht. Bin zu dumm, es zu blocken. Ich will ihn töten. Los, stirb! Kristallgericht! Bams, ja! Los, Volker! Sehr gut. Ich mag diesen Prinz Crescendo. Boah, da ist viel Energie. Die Frage ist jetzt, wohin? Muss ich da nach hinten, ne? Weil da hinten scheint so ein Spiegel zu sein. Den will ich aber nicht hin. Ich will jetzt schauen, ob es hier noch irgendwelche Schätze gibt. Schätze für mich. Mehr Schätze. Plündern. Spiegel ausplündern und so weiter. Was geht denn hier ab? Da ist wieder so ein Vogel. Den gehe ich von hinten an. Oder auch nicht. Ja.
Stirbvogel. Okay, wird schon wieder, weil der Vogel liegt am Boden. Ja, ich hab den Vogel geblockt! Los Vogel, friss das! Friss meine Unterwelle! Ich mach den Kampf nicht fertig! Warum lebt der scheiß Vogel noch? Nein! Au! Oh, nicht schön! Ja! Was? Ja! Ich kümmere mich mal um das Ding hier! Boom! Weil das ist eigentlich alles recht einfach zu blocken. Viel zu viele Sternplätzchen! Und Unterwelle! Stirb einfach, Vogel! Danke! So, du bist jetzt dran. Du bekommst jetzt ein Kristallgericht von mir. Oder auch nicht. Mein Gott, das schaffe ich hier nicht zu blocken. Doch! Ich habe geblockt, aber es nimmt trotzdem so viel weg. So, du Scheißviech! Bam! Tod! Durch! Dingens! Ihr wisst schon. Ich mag den Typen. Gut, Leute, jetzt muss ich sagen, ich mache einen Cut und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit Let's Play Eternal Sonata, wo wir mit Crescendo und Polka weiterziehen. Bis dann, Leute, und ciao!